Am Rande der Präsentation der Rest- und Sperrmüllanalyse 2007 am Freitag im Landhaus wollten wir von dem zuständigen Landesrat Dieter Ecker wissen, wie es denn um die Trennmoral der Vorarlberger bestellt ist. Die Trennmoral ist hervorragend im Vorarlberg und dafür ein recht herzliches und großes Dankeschön und die Bitte auch weiterhin brav und sauber zu trennen. Besonders erfreulich sind die Ergebnisse bei Papier und Glas. Optimierungspotenzial gibt es vor allem bei den Kunststoffleichtverpackungen und beim Bioabfall. Wir haben ein sehr erfreuliches Ergebnis im Bereich Papier und Glas. Hier haben wir sehr hohe Erfassungsquoten, die bei 95 bzw. 86% liegen. Wir haben etwas schlechtere Ergebnisse im Bereich der Kunststoffleichtverpackung und beim Bioabfall. Hier sehen wir noch Optimierungspotenziale und die wollen wir gemeinsam mit den Gemeinden, mit dem Umweltverband jetzt prüfen und dann auch Maßnahmen vorschlagen. Um das positive Ergebnis zu halten und noch weiter zu verbessern, werden verschiedene Maßnahmen gesetzt. Einerseits werden wir die Öffentlichkeitsarbeit weiter intensivieren, also aufklären, wie trennt man richtig. Und andererseits werden wir versuchen, durch die Optimierung der Sammelsysteme, das für den Haushalt noch leichter und effizienter zu gestalten.